Vielleicht kannst du ganz kurz erklären, was ist das Hybrid, was bedeutet das und was sind die Besonderheiten jetzt bei dieser Umsetzung, worauf sollte man achten und was sind vielleicht die Vorteile, aber auch die Nachteile? Also Hybrid heißt für uns einfach, sagen die Mischung aus digital, virtuell und physisch. Also es treffen sich Menschen vor Ort in echt und es treffen sich Menschen eben im virtuellen Raum. Das heißt, für alle, die im virtuellen Raum sich treffen, ist im Prinzip identisch wie bei einer komplett virtuellen Sitzung. Die sitzen zu Hause, haben ihren Rechner auf, haben ihren Zoom an, haben ihr Wahltool offen und arbeiten so in der Sitzung mit. Und ein Teil der Delegierten trifft sich eben physisch an einem Raum. Welcher Teil das ist, das muss man letztlich einfach besprechen. Also bei uns war es jetzt so, dass es abhängig war einfach davon, dass bestimmte Delegierte nochmal andere vertreten, also die sogenannten Regionalverbände. Und dann haben wir gesagt, die kommen hin und eben die Vereine bleiben im virtuellen Raum. Das muss man einfach sehen, wie da die Aufteilung ist, dann Modus entwickeln. Wir hatten auch überlegt, ob wir sagen, okay, wer eben sich digital nicht wohlfühlt, kann physisch kommen. Das muss man einfach, denke ich, für sich selber aushandeln. Für wen ist es ein Mehrwert, dass er eben physisch da ist? Und die sitzen dann in einem Raum, nehmen sagen erstmal ganz klassisch an der Sitzung teil, wie sonst auch. Wichtiger Unterschied ist, wir haben sie auch übers Online-Tool wählen lassen. Das war für uns wichtig, weil wir nicht anfangen wollten, online zu zählen. Hier hebt jemand die Hand, wir müssen von Hand addieren, sondern einfach klar, es wählen alle online, also auch die im Raum hatten ihr Handy, ihr Notebook, ihr Tablet dabei. Und konnten damit eben dann auch über die Software abstimmen, sodass wir ein gemeinsames Ergebnis hatten bei Abstimmungen und damit eben auch sehr schnell ein Ergebnis hatten. Ansonsten tagen die im Raum an sich insofern normal, dass sie miteinander reden und so weiter, aber es läuft halt parallel immer eine Kamera, die den Raum aufnimmt. Wir haben in unserem Fall in der Regel mit zwei Kameras gearbeitet, einfach um das Bild ein bisschen ansprechender zu machen. Also das heißt, es gab eine Kamera totale nach vorne und es gab einfach eine Kamera, die auch mal Details aufgenommen hat. Weil wenn man dann so 3, 4 Stunden immer auf so ein Podium starrt, wo dann so ganz kleine Leute sitzen, ist irgendwie auch einfach anstrengend. Also das war sowas, wo wir gesagt haben, okay, den Komfort, den Luxus gönnen wir uns, dass es einfach auch für die virtuellen Teilnehmer ein bisschen attraktiver wird und hat dann so ein bisschen mehr was von Fernsehen als jetzt irgendwie nur von so einer Sitzungsteilnahme. Also das läuft also dauerhaft eine Kamera mit. Der Ton aus dem Saal, also das heißt, alle müssen natürlich mit Mikrofon sprechen, geht dann wieder in die Zoom-Konferenz. So dass die Teilnehmer in der Zoom-Konferenz im Prinzip ein Fenster hatten, sagen ein Sprecher, der den Saal abbildet. Und dort sehen sie den jeweiligen Redner, und dort kommt eben auch der Ton dann in die Zoom-Konferenz. Andersrum stand im Raum ein Fernseher, auf dem die Zoom-Konferenz zu sehen war, und der Ton aus Zoom wurde wieder in die Hausanlage eingespielt, so dass, wenn jemand sich in der Zoom-Konferenz gemeldet hat, der wirklich auch im Saal zu hören war. Das heißt, es war ihm wirklich gewährleistet, dass ich auch von zu Hause eine Frage ans Podium stellen kann und das Podium die Frage hört und das Podium die Frage beantworten konnte und ich die Antwort wieder mitbekomme. Also das ist sozusagen die Verknüpfung zwischen eben dieser virtuellen und der physischen Welt und das haben wir auch als die größte Herausforderung gesehen natürlich, wirklich es zu ermöglichen, dass die miteinander diskutieren und sprechen können. Und es ist auch tatsächlich die größte Herausforderung, das eben entsprechend technisch zu gewährleisten, dass das einerseits funktioniert und andererseits eben nicht sich in die Quere kommt, weil natürlich verschiedene Kreise von Ton und Bild und so weiter miteinander da in Kontakt kommen. Hong, Hong, Gung.